Ist der Aim-Assist-Controller zu OP? Oder ist es doch nur eine Ausrede aller Maus- und Tastaturspieler, weil sie gerade weggeklatscht wurden? Der Aim-Assist hat schon seine Berechtigung. Man kann nämlich unmöglich mit diesen kleinen Joysticks die Bewegung einer Maus nachahmen. Aber hier kommt das große Problem. Mit dem Aim-Assist werden Controller-Spieler nämlich zu Nahkampf- und Shotgun-Göttern. Ich sage nicht, dass man den Aim-Assist deaktivieren sollte, denn dann würde man mit den Joysticks wirklich gar nichts treffen. Aber in manchen Spielen ist dieses kleine Ding einfach viel zu OP. Call of Duty, möchtest du mir da was sagen?